Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Opern überhaupt. So freut es Regisseur Jürgen Pöckel ganz besonders, dass das Stück nun auch im Parktheater Plauen zur Aufführung kommt. Premiere ist morgen Abend um 20 Uhr. Darauf folgen in dieser Woche 4 Vorstellungen. Bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Die Zauberflöte ist mit Sicherheit unter den Top 3 der bekanntesten und beliebtesten Opern. Apropos, welche 3 Opern sollte der allgemein gebildete Mensch im Leben gesehen und gehört haben? Man sagt, es ist La Bohème, die Traviata und die Zauberflöte. Aber ich hätte noch 10 andere in petto, die man unbedingt gehört haben sollte. Die Zauberflöte gehört unbedingt dazu. In der Zauberflöte steckt für jeden etwas drin, so Jürgen Pöckel. Also man könnte sagen, es funktioniert als Kinderstück, weil es das Märchen ist. Es ist aber eben auch ein Stück, eine Parabel voller Weisheit, voller Weltweisheit. Sag es mir noch einmal. Ich höre das Wort Liebe gar zu gerne. Das glaube ich dir. Du bist ja ein Fräulein. Es geht um das Miteinander zwischen Mann, Frau, Mensch, Tier, Natur, Wissenschaft. Man ist mit diesem Stück eigentlich nie zu Ende. Mir geht es so, ich bin längere Zeit Zauberflötenabstinent gewesen und habe es mir jetzt wieder vorgenommen und bin ja nun, denke ich, doch schon ziemlich erwachsen und es berührt mich sehr, dieses Stück. Jürgen Pöckel hat sich einiges einfallen lassen. Bei der Probe fällt uns sofort der Doppeldecker auf und natürlich das Moped von Papageno. Wurde das Stück modernisiert? Ich tue mich immer schwer, was ist modern? Also bei uns gibt es einen Doppeldecker wie im Kleinen Prinzen. Weiß ich nicht, der ist von 1913. Ist das modern, ist das nicht modern? Die Oper war zu Mozarts Zeiten wahrscheinlich Avantgardismus. Dort gab es also antike Kostüme und moderne zeitgenössische Kleidung. Es ist bei uns schon eigentlich ein Märchen. Jürgen Pöckel hatte große Freude an der Inszenierung. Es hat mir Spaß gemacht, gemeinsam mit unserem Ensemble auf diese Reise, auf diese Abenteuerreise zu gehen. Und auch ein bisschen in diese fernöstliche Welt, die wir da empfunden haben. Wir wissen nicht genau, wo die ist, also irgendwie so zwischen Afghanistan und Pakistan, irgendwie im Gebirge. Das hat große Freude gemacht. Der stolze Jüngling, wo geht er? Hier ist Sarasto, unser Herr. Im vergangenen Jahr wurde die Zauberflöte mit großem Erfolg auf der Freilichtbühne Zwickau aufgeführt. In Plauen gibt es eine neue Besetzung der Hauptrollen. Da bin ich auch stolz drauf, weil auch diese neue Besetzung stammt aus unserem Ensemble. Wir haben den ganz großen Teil der großen Rollenliste dieses Stückes selbst besetzt. Und zwar alle Hauptrollen sind neu besetzt. Wir haben ein junges Sängerpaar, unsere Sopranistin Christina Maria Heul, debütiert als Pamina. Es ist auch ihre erste Pamina, die sie singt. André Gass, sein erster Tamino. Freuen wir uns sehr, dass die das bei uns ausprobieren. Und Frank Blees, neu in der Rolle des Sarastro. Das Parktheater Plauen verfügt über ein großes Gelände. Das nutzt man häufig, um die Zuschauer auf das Stück einzustimmen.
Ja, das gibt es. Also wir werden uns so durch verschiedene Dinge ein bisschen auf die Ästhetik und auch auf die Welt der Zauberflöte einstimmen lassen. Also so Verschiedenes, was im Stück dann vorkommt, wird man dann auch schon im Vorprogramm sehen. Die Premiere findet morgen um 20 Uhr statt. Karten sind für alle Veranstaltungen noch erhältlich. Am 3. spielen wir, am 4., 6. und 7. Ja, sind dann die letzte Vorstellung am Sonntag ist dann 18 Uhr, sonst spielen wir 20 Uhr. Das ist schön natürlich, die Abendvorstellung, weil wir dann in die Dunkelheit hineinspielen. Das Parktheater Plauen ist mit Sicherheit ein wunderschöner Rahmen für das Stück.